So, meine Damen und Herren, wir sind fast am Ende der Tagung angelangt. Wir haben zusammen viel diskutiert den ganzen Tag. Darf Ihnen zunächst mal danken, dass Sie so intensiv beim Diskutieren dabei waren. Durch das Format mit den Workshops hatten ja wahrscheinlich fast alle von Ihnen Möglichkeit, sich einzubringen, mitzudiskutieren. Wir haben auch die Formate gehabt, so wie jetzt, dass wir nochmal erfahrene Kolleginnen und Kollegen im Verkehrswesen und verwandten Gebieten eben dann sehen, was da Einschätzungen sind. Zwischendurch hatte ich so ein bisschen Angst, so vor einer Dreiviertelstunde, dass wir jetzt alle im allgemeinen Pessimismus verfallen. Wir können im Verkehr eh nichts ändern. Da hat ja zum Glück die Diskussion sich ein bisschen gewendet. Ich denke auch, es wird darauf ankommen, erstens auf den langen Atem, ist gesagt worden, aber es wird auch darauf ankommen, innovative Konzepte zu diskutieren. Es gibt da sehr viel Material. Das haben wir ja heute in den verschiedensten Dingen diskutiert gemeinsam. Es ist auch von vielen nochmal darauf verwiesen worden in den Diskussionen, was an Material da ist. Es geht aber ganz stark darum, ist mein Eindruck aus den Diskussionen, auch die Erfahrung, die wir im Öko-Institut immer mit dem Interagieren mit verschiedenen Stakeholdern, mit den verschiedenen Interessenssphären, Bürger, Industrie, Politik und so weiter haben. Man muss einen guten Treiber dafür erfinden. Und da darf man, wir brauchen die wissenschaftlichen Fakten. Aber was wir auch brauchen, ist zu verstehen, wir sind Menschen und bewegen uns in einer demokratischen Gesellschaft von Menschen. Das heißt, wir müssen Menschen überzeugen. Und deswegen war so die Schlussphase unheimlich interessant, wo wir gesehen haben, wie kreativ man nochmal überlegen kann, wie kommt man dahin, dass man auch einen Treiber oder ein Zugpferd für Umsetzungen kriegt, Anlässe, bei denen Bürgerinnen und Bürger mitmachen können, Anlässe, bei denen eine Industrie auch eine Hoffnung drauf haben kann, dass das ein interessantes Ding ist und nicht ein Nischenprodukt, an dem man nur arbeitet, Ansätze dafür, dass Politik, und wir haben ja gelernt, es ist weniger die Kommunalpolitik, die nutzt ihren Spielraum in vielen Fällen schon ganz deutlich, sondern dass auch die Landes-, Bundes- und europäische Politik einen Anreiz hat, Dinge im Übergreifenden freizusetzen, freizuschalten für Experimente, aber auch überhaupt in den vielen Plänen, die wir ja haben, umzusetzen. Und das geht in der Politik, das ist allgemeine Erfahrung und dadurch, dass wir im Institut mit Wissenschaft, aber auch stark an der Schnittstelle mit Politik haben, wir können Politiker nur eine Chance geben zu agieren, wenn die Sachen auch verkaufbar sind, sprich von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptierbar sind. Und ich glaube, auch an der Stelle müssen wir weiterdenken. Fürs Öko-Institut, wir werden weiter an den wissenschaftlichen Arbeiten arbeiten, die wir Ihnen heute vorgestellt haben oder in die Diskussionen eingebracht haben. Es ist für uns ein wichtiges Feld, das auch stark gewachsen ist. Wir wollen uns da auch weiter zu Wort melden. Wir wollen weiter Plattformen auch für solche interessanten Diskussionen, wie wir sie heute hatten, bieten. Wir wissen, dass das nur in Diskussion mit den Stakeholdern, mit den verschiedenen Teilen in der Gesellschaft, mit den unterschiedlichen wissenschaftlichen Institutionen geht, die auf diesem Feld arbeiten. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen alle nochmal für die intensiven Diskussionen danken, möchte mich besonders bei denjenigen, die hier auf dem Podium sitzen und die in den Arbeitsgruppen auf den Podien saßen und Vorträge vorbereitet haben, bedanken. Möchte mich auch bei Wiebke Zimmer und ihren Leuten, wenn ich so ausdrücken darf, ich weiß nicht, im Öko-Institut ist es so antiautoritär, dass man fast nicht Wiebke Zimmer und ihre Leute sagen darf.
bedanken für die Vorbereitung, für die vielen Ideen, auch bei unseren anderen Kolleginnen und Kollegen, die daran mitgewirkt haben. Ich darf mich bei Anton Hofreiter noch für die Panne entschuldigen. Ich hätte wahrscheinlich eine ähnlich große Wut gehabt. Ich bin da auch berüchtigt, dass ich in solchen Fällen wütend werde. Soll nicht mehr so ein bisschen verhalten. Also ich denke nicht so profimäßig weggedrückt, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Entschuldigung, wenn ich so sage. Aber es war einfach unser... Ja. Also es war unser Fehler und möchte mich dafür nochmal klar entschuldigen. Ich darf jetzt Ihnen allen anbieten, wir haben noch einen Imbiss für Sie hergerichtet, der, glaube ich, auch ein bisschen größer als so ein ganz Mini-Imbiss ist. Sie können gerne noch bleiben und mit uns und mit den Kolleginnen und Kollegen, die da sind, noch weitersprechen. Ich habe ja in den Pausen immer wieder mit viel Freude beobachtet, dass heftigste und intensivste Diskussionen untereinander zwischen den verschiedenen waren. Ich glaube, die Gelegenheit zur Diskussion können Sie gerne noch nutzen. Für diejenigen, die entweder die Gelegenheit nicht nutzen und sofort nach Hause gehen oder die, die dann später nach Hause gehen, wünsche Ihnen allen guten Nachhauseweg und gemeinsam kräftiges Arbeiten, dass wir die Situation in dem Feld, das wir heute diskutiert haben, auch ins Nachhaltige verändern können. Vielen Dank und dann guten Hunger.